This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht's um Schlafen. Darum, wozu Schlaf da ist, wie lange sollte man schlafen, wie oft und ja. Also ich denke mal, Schlaf, man kann es gut vergleichen mit einem Auto, das in die Werkstatt muss. So ab und zu muss der Körper ruhen und dann können Heilungsprozesse stattfinden. Und ihr werdet auch feststellen, wenn ihr in Phasen seid, wo der Körper stärker entgiftet, dass ihr dann auch mehr Schlafbedürfnis habt. Allgemein ist es so, dass das Schlafbedürfnis immer mehr zurückgeht, wenn ihr euren Körper entgiftet, wenn ihr ihn langsam heilt. Also irgendwann reichen 4 Stunden Schlaf oder so eigentlich locker am Tag aus. Es wird immer weniger werden. Umso weniger ihr euren Körper belastet, wo er viel mit der Verdauung zu tun hat. Ihr werdet sehen, wenn ihr leichter esst, Salate, viel Grün, dann hat der Körper nicht so viel mit Verdauung zu tun und ihr braucht auch weniger Schlaf, wenn der Körper dann keine Entgiftungsphase einleitet. Aber wenn dann eine Entgiftungsphase kommt, wenn der Körper gerade heilen möchte, dann braucht ihr mehr Schlaf. Und da kann es sein, dass ihr 2 Tage durchschlafen könntet. So. Und ja, sowas, die Zeit will sich heutzutage natürlich keiner mehr nehmen. So. Aber es ist sinnvoll und der Körper braucht diese Zeit, um zu heilen. Und ja, überlegt euch mal, wie lange manche Leute heutzutage schlafen, so manchmal 10 Stunden am Tag. So. Ist ein Auto irgendwie sinnvoll, wenn das irgendwie 10 Stunden am Tag in die Werkstatt muss, um dann die restlichen 14 Stunden fahren zu können? Ja, umso reiner der Körper wird, umso weniger Schlaf werdet ihr brauchen. Also ich weiß nicht, Markus Rotkranz sagt das zum Beispiel auch, Walter Schaube, 4 Stunden Schlaf reichen dann meistens dann. Irgendwann, wenn der Körper wirklich sauber ist, das dauert 10 Jahre mindestens, Rohkostfastenreinigung. Und ja, dazu ist eben der Schlaf da, so um den Körper wieder zu heilen. Und jemand anderes hat noch eben gefragt, ob ich mal ein Video bezüglich Schlafen mache. Und auch, wenn man nicht einschlafen kann. Ihr werdet sehen, so wenn der Körper dann wirklich Schlaf braucht, ihr könnt in jeglicher Situation schlafen. Meistens sind die Gedanken, nicht schlafen zu können und dass man jetzt eigentlich schlafen sollte, das Schlimme daran. Und deswegen kann man nicht einschlafen. Sobald ihr dann mal wirklich müde seid, könnt ihr auch einschlafen. Also ich hatte dieses Einschlafproblem höchstens früher mal vor Prüfungen oder so. Ansonsten kann ich sehr gut einschlafen. Aber ich habe dann gemerkt, wenn ich dann einfach loslasse und dann bin ich halt wach. Macht auch nichts. Und wenn man dann mal loslässt von diesem Wach, dass man jetzt schlafen müsste zum Beispiel, weil man am nächsten Tag eine Prüfung hat, so, dann fällt einem das Einschlafen auch wieder leichter. Aber man muss wirklich dahin kommen, dann steht nochmal auf, wenn ihr gerade nicht schlafen könnt, dann macht halt was, okay? Der Körper holt sich dann den Schlaf, wenn er dann wirklich müde ist und wenn er loslassen kann. Ja. Ihr müsst es dann nur schaffen, eben davon loszulassen, schlafen zu wollen. Und dann passiert das, was man eigentlich wollte, wenn man davon loslässt, so. Wenn es der Körper dann wirklich braucht. Genau. Aber so viel mal zum Thema Schlaf. Also es kann eben sein, dass man ja in Entgiftungsphasen 12, 14 Stunden Schlaf am Tag oder ja, Henry hat zum Beispiel mal gesagt, er hatte einmal so eine krasse Entgiftungsphase, er hatte halt 40 Stunden am Stück geschlafen, er hat 2 Tage durchgeschlafen und ich hatte auch, also Henry, falls ihr den noch nicht kennt, Henry V. Lope heißt glaube ich sein Kanal, schaut da mal rein, sehr guter Kanal, sehr weit Henry einfach so, was Entgiftung angeht und ja. Ich kenne wenige, die so weit sind. So, mir fallen vielleicht noch 2 ein, von denen, die ich einfach so durch Bücher kenne. Aber Henry ist so der Einzige, den ich kenne, der wirklich, was Entgiftung und diesen Reinigungsweg angeht, der so weit ist. Also, ja. Und schaut da mal rein.
Und genau, bei mir war es eben auch so, dass ich Phasen hatte, wo letztes Jahr in Thailand dann, da habe ich den ganzen Tag einfach nur gelegen, weil das so viel hochkam. Und ja, man muss das halt mal annehmen und dann sagt jeder gleich, oh, in der Gesellschaft, du kannst nicht so rumliegen, du kannst nicht, wenn der Körper das gerade braucht. Wir haben uns so verausgabt, so verrannt, in eine falsche Richtung auch noch. Und ja, sonst kommt irgendwann Burnout und das Ganze. Und dann wird der Körper dazu gezwungen. Dann ist Sense so. Aber die meisten Leute kapieren es eben erst, wenn sie dann wirklich so krank wären. Wenn dann sowas, wenn sie am Tiefpunkt wirklich angekommen sind, ganz unten so. Und dann macht's Klick so. Manchmal braucht man das Leid, um dann wieder das Glück erfahren zu können, dass man sich wieder auf den richtigen Weg macht. Aber es muss eben nicht sein. Man kann auch gleich die Dinge erkennen. Und sich die Ruhephasen und so weiter gleich selbst gönnen und das annehmen. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Schöne Grüße von der wunderschönen Insel Koh Phangan. Ciao.